Du, wir fangen mal ein bisschen anders an. Und zwar, ich habe mir überlegt, die eine Höhle unten in so eine Art Lager, wo ich nicht weiterkam, an so einem Wasserfall, ja, habe ich jetzt geschafft aufzubekommen. Zwar nicht so ganz, wie ich wollte, aber ich habe es geschafft. Ja. Ich zeige es euch. Da ist es. Freigeräumt habe ich, indem ich einfach mich ganz nah hier an die Kante gestellt habe und mit dem Feuerpfeil auf die Barriere geschossen habe. Somit hat das Wasser nicht mehr den Feuerpfeil ausgemacht und wir kamen durch. So, und da hinten ist unser Ziel, wo wir hin müssen. Ja. Und ja, ich wollte einfach mit euch das sozusagen hier durchgehen. Natürlich suchen wir hier alle. Jemand hat Werkzeuge versteckt. Und provisorische Waffen. Ja, also wie gesagt, wir suchen ja alles ab, was wir finden, gut ist. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Ah ja, der erste Aufbau des Widerstands. Karte mit geheimen Sachen aktualisiert. Okay. Ja, wie ihr seht, sind wir jetzt hier wieder. Ja, hier oben müssten wir eigentlich hin. Mit den Holzfallen, aber ich dachte mir, komm, ich hole mir noch den letzten Rest, der hier ist. Um halt einfach alles zu haben. Ich glaube, nach unten dürfen wir nicht fallen, so wie es aussieht. Ich guck mal ganz kurz auf der Karte, wo... Na los, Mist. Ich versuche gerade wieder reinzukommen ins Game. Wegweiser setzen, da. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Wie gesagt, ich versuche mir alles zu krallen, was geht. Nee, brauchen wir auch nicht mitnehmen. Aber erst mit dem Kisten. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Naja, das war auf jeden Fall eine Rohbombe. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ja, gleich, klar. Wir wollen wenigstens noch die ganzen Sachen hier holen. Gucken, wo die ist. Da ist es. So nah. Ich muss einen Weg hineinfinden. Ja. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zum Meer führen. Oh. Okay. Nebenbei tut man mal. Das darf ich mal machen. So, halt. Das letzte Teil ist jetzt hier. So, und du befindest dich da drinnen. Okay.
Ich habe da den Sprungknopf gedrückt. Na gut. Achso, ich muss das hier angeben. Ja, geschafft. Das Wasser ist blockiert. Verdammt. Ich kann einfach loslassen. Ich muss es irgendwie dauerhaft absperren. Oh. Okay, ich dachte jetzt mit dem Wagen funktioniert das wirklich. Na gut. Lara, du sollst da hüpfen. Oh, Lara. So, Ja, Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Aber was bringt das, wenn ich jetzt den Wagen habe? Dann beschwere ich das wieder. Okay, wartet mal. Na, ein Glück, dass sie diesen super Röntgenblick hat gekauft. Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Macht ja auch keinen Knick, wie schnell die Frau. Oh ne, nur Stoff war da drin. Okay. Aber sieht schön aus, dieser Lichteinfall mit den Haaren. Gefällt mir sehr. Okay, das heißt jetzt wieder unten an das Teil ranhängen. Ich hätte sonst diesen Doppelspurwurf gemacht, um den festhaken, war es nichts drin für mich. Ist jetzt auch nichts. Okay. Da draußen ist der Punkt, okay. Wir nehmen natürlich alles Geld, wie gesagt. Alles Geld. Hier war noch irgendwas Geld da. Ich sag, die Rüstung interessiert mich eher. Eine Armbrust gibt dir geil. Ein Schwert ist natürlich hier auch noch. Schön. Schade, dass man nicht alles mitnehmen kann. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Aha. Waches Auge. Waches Auge. Achso, beim verbesserten Gelingen sind leuchtende Fallen in der Nähe automatisch. Okay. Ja, auch das kann. Offenbar haben sie das Ding hier rausgezerrt. Eigentlich schade. So viel Zeug müssen wir zurücklassen. Alles voll. So viel beschädigt. Die Amateurausgrabung, dazu der Einsturz. Aber es muss mit dem Propheten zu tun gehabt haben. Ach so. Wenn Lara redet, können wir nicht buddeln.
Echt schade, dass wir so viel zurücklassen müssen jetzt. Wirklich, ja. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Okay. Nö, hier sonst gar nichts mehr, ja. Okay, hochhüpfen können wir nicht. Von der Leiter. Nein! Ach, so. Puh. Ach so, jetzt sind wir... Okay, ja, jetzt sind wir raus. Cool. Ach so, finde die ganzen, ja... haben wir jetzt soweit hier 92%. Fehlen nur noch hier die ganzen komischen Poster müssen wir finden und nur noch 3 solche Teile. Also muss ich finden. Okay. Dann suchen wir jetzt mal das nächste Lager auf und dann gehen wir raus. So. Sozusagen auch abgestoppt. So, gleich da. So, dann machen wir mit der Geschichte weiter. Jonas retten. Ja. Er hat sich ja nicht in Sicherheit gebracht, sondern er ist bei uns gefolgt und dann wurde er auch entführt. Von den Leuten. Wenn wir ihn sozusagen jetzt rausfahren, hoffentlich, dass wir es jetzt machen. Ja. Wer weiß, was die Geschichte noch für uns sozusagen parat hat. So, ja, jetzt sind wir raus. Ein Glück. Kiste, ja, die haben wir schon. Und da oben war ja noch so ein Art Teil, wo ich auch noch mal hin müsste, glaube ich. Oder? War da oben nicht? Lass mich mal ganz kurz gucken. Fix gucken. Ne, das brauchen wir nicht. Da oben. Da kommen wir sonst nicht mehr zurück. War denn das? Das war doch weiter. Okay. Das meinte ich jetzt zwar gerade nicht. Ich meine, hier oben war doch irgendein Teil, wo ich nicht weiterkam. Naja, egal. Wir gehen runter. Oh. Ja, ich weiß. Wir nehmen hier einfach den fixen Weg. Halt, hier oben waren glaube ich nochmal Pfeile gewesen. Ne, die waren schon weg. Okay. So. Ab zum Lagerfeuer. Nein, sie redet nicht mit mir. Okay, ja, Schnellreise. Nach oben. Bitteschön. Ja, danke. Nein, dann brauche ich jetzt wieder hochlaufen.
Dauert ja auch ein bisschen. Ich glaube, die Ladezeit ist schneller, als wenn ich laufen würde. Ja. So, noch einen Schluck Kaffee nehme ich. So. Dürfte auch langsam der Ladebildschirm mal fertig werden, oder? Okay. So, jetzt heißt es wieder Holz. Wartet. Wir werden hier ganz kurz noch die Munition noch mal herstellen. Munition da. Ich muss doch immer meine Maus. Das ist grauenvoll. So, Feuerpfeile können wir herstellen. Und Explosionspfeile, sehr schön. Die haben wir jetzt nichts mehr. Und an den Waffen, was können wir da verbessern? Da nichts. An der Schusswaffe. Okay, größeres Magazin, schnelleres Nachladen. Da nichts. An der Schrotti nix. Okay. So. Können wir hier noch irgendwas gebrauchen? Achso, 24 Punkte für den Granatwerfer und das ist Gewehrlaser. Hm. 25 Punkte kostet der. Der Granatwerfer 100. Ach, wisst ihr was? Bin immer hier Dings mit. Das gibt's nicht auf dem freien Markt. Noch lange nicht. Ist absolut neu. Ah, jetzt haben wir Rotpunkt. Okay, so. Einmal. Zweimal. So. Oh! So hätten wir gar nicht gebraucht. Okay, cool. So, na gut, dann gehen wir jetzt los. Okay, sie kam nicht weiter. Neue Geheimnisse entdeckt. Ach Mist, hätte ich das mal vorher machen. Ja. Jetzt unten oder oben? Wartet mal, Jungs und Mädels. Steht da direkt daneben. Okay. So, dann gucken wir noch mal ganz kurz. Das ist bestimmt unten das Teil. Da kletter ich jetzt aber dann nicht runter. Hey, sieht hier vorne aus, ne? Ah, doch, da unten. Ah, nee, auf den Vorsprung hier. Ah, okay. Okay, das nehmen wir natürlich mit. Ah, dreimal Pelle, okay. Aber trotzdem, jetzt laufen wir. Ich muss Schutz suchen. Ja, ich weiß, sie ist kalt. Nicht sitzen bleiben, in Bewegung bleiben. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Ja, Jonah war.
Die ist ja schon halbwegs durchgefroren, die Kleine. Okay. Ich guck mal, ob da unten irgendwas für uns wäre, so ungefähr. Ach so. Wir hätten zwei Wege nehmen können. Okay. Wir haben nur den schnelleren Weg. Gut. Mal zurückgucken. Okay. Jetzt muss ich doch mal auf die Karte gucken. Großes neues Gebiet, okay. So, wo kommen wir jetzt hier hin? Ach so, nur zurück. Okay. Okay. Hat sich auch geklärt. Entschuldigung. Dass sie da durchpasst. Ich wäre einfach zu fett. Geronimo! So. Jonah muss irgendwo da oben sein. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Nein. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Nein, was war das denn jetzt? Römisches Rumbacken oder was? Das ist meiner. Nee, Holz brauche ich nicht, das weiß ich. Hier sieht es ja noch irgendwas aus. Ich wusste, dass hier irgendwas sein muss. So, dieser Gang wäre sonst nicht da. Oh. Hm.
Spuren. Auto. Ein Hirsch. Nein, lauf doch nicht weg, du blöder Hirsch. Verdammt, sie sind überall. Okay. Feuer einstellen. Es ist nur ein Reh. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Oh. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen offen. Erwarten wir Gesellschaft? Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Warum töten sie nicht einfach? Er könnte noch etwas wissen, aber Konstantin wird das schon bald herausfinden. So, pass mal runter, genau. Kommst du zu mir her? Sehr schön. So, kommst du auch her? Oder? Ah, dreh dich ja nicht um. Sehr schön. Achso, sobald mein Bildschirm sich gelb verfärbt, müsste ich Leute weiter in den Filmmodus sozusagen versetzen. Achso. Gucken, ob ich hier noch irgendwas plündern kann. Wollt's nicht. Seht ihr? Alles voll. Pfeile. Oh ja, Pfeile können wir noch nehmen. Gut. Den Hase lass ich mal in Ruhe. Ja, noch mehr Schrauben, das ist sehr gut. Okay. Also, ich weiß nicht, also den hätte ich in die Luft jagen können, ja. Hätte ich. Brauche ich aber eigentlich nicht. Und ich gebe zu, ich weiß nicht mal, wie ich mich heilen kann. Was ist passiert? Der Truck war zu schwer. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten. Okay. Der Tod von oben. Okay. Was ist das? Mist, nein, ich wollte mich schießen. Okay. Was ist das? Noch einer. Nein, du bist tot. Du gehörst mir. Okay. Noch einer? Nö. Puh.
locker flockig, ja? Geschafft. Alle ganz in Ruhe ausgeschaltet. So, Munition ist voll. Sehr schön. Klasse. Hier oben noch was? Flaschen, Hasen haben. So. Ja, ich weiß, aber EPs sind EPs. Und so kriegen wir vielleicht. Oh. Keine EPs mehr? Hier muss doch noch irgendwo was sein. Ah, eine Karte. Der Weg hat sich gelohnt. Aha. Oh, ist echt sehr wenig hier drin. Sehe ich gerade. Echt, naja, okay, gut. Im tiefen Schnee warten. Gut ist. Okay. Ne, hier ist sonst gar nichts mehr. Okay. Dahin schießen und dann den nächsten. So. Nach hoch kommen wir auf jeden Fall. Was ist doch passiert? Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Hoffentlich haben sie da oben etwas gefunden. Mir reicht es hier langsam. Geduld. Wenn wir hier Erfolg haben, können wir hingehen, wo wir wollen. Ja, wir haben den Atlas. Sie haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum dort? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen Sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß es nicht, aber Sie haben befohlen, alles zusammenzupacken. Also dürften wir bald abziehen. Okay. Kommt bloß nicht her. Ja genau, geh weiter. Oh, das sind ja auch nochmal zwei. Okay. Die habe ich rausgenommen. Ausschwärmen, haltet die Augen offen. Haltet diese Position. Überprüfe die Bäume. Hast du das gehört? Das sehe ich nicht. Mist, Mist, Mist. Aber ich sehe sonst keinen mehr auf mich zu kommen. Hinter mir ist auch keiner. Na los, wo bist du? Komm raus. Dann überprüf mal die Bäume, aber den Stein hier oben hast du noch nicht überprüft. Wo ist er? Mist. Echt Mist von mir. Naja.
Okay. So, okay. Ah ne, den habe ich ja durch. Hatte ich nicht hier. Ach, da oben. Okay. So. Jetzt, wir gehen jetzt mal hier nicht durchs Haupttor. Lust. Ah, Mist! Ich weiß gar nicht, wie man sich mal heilt. Ah, mit V war das. Mann, bin ich gut. Okay, dann gucken wir aber erstmal, was wir hier noch finden. Auch voll Munition, okay. Halt, was war hier? Aha! Hier war ein Geheimnis. Na gut, dass ich hier lang gelaufen bin. War zwar unbeabsichtigt, aber okay. Hoch da, genau. So, 45 Pfeile haben wir noch. Okay. Munition haben wir schon geguckt, den hat es voll. Das Öl. Auf. Ach, ich glaube, okay. Ein altes sowjetisches Schild. Guck noch mal ganz kurz hier. Genau, wo bist du denn da? Ah, gleich da drinnen. Okay. Ja, da muss sie denn näher sein. Okay. Wir haben hier auch ein Lager. Das ist ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Okay. Sagt ihr was zu uns? Nein, aber ein Fähigkeitspunkt für ein paar geben, das ist schon mal sehr gut. Ein blöder Husten. Starke Medizinkräfte machen, dann kriegen wir das alles voll. Ja, okay, machen wir starke Medizinkräfte. Hey, Errungenschaft selbst freigeschaltet, sehr schön. Gucken, Waffen nochmal verbessern. Nein, Handfeuerwaffen nicht. Unser Maschinengewehr ist verbesserte Gasauslass. Schusssequenz. Okay, bei der Schrot können wir nichts machen. Hier brauchen wir irgend so ein Glitzermetall. Hier bräuchten wir 6-mal insgesamt Glitzermetall. Dann haben wir die Waffen komplett aufgewertet. Und der Bogen? Aha. 9-mal Glitzermetall. Das sage ich jetzt einfach mal so. 9-mal Glitzermetall. Dann haben wir auf jeden Fall alles fertig. Okay. Also dann haben wir die Waffe, die wir am häufigsten nutzen, auf jeden Fall. So. Komplett abgegradet. Ja, schon registrieren. Was ist los? Neue Befehle. Wir bereiten den Abzug vor. Wir haben ihn wirklich gefunden. Sieht so aus. Die Räumtrupps beladen schon die Helikopter. Hätte nie gedacht, dass ich Phase 2 miterleben würde. Shh, nicht so laut. Die Revolvermänner haben keine Ahnung, was jetzt kommt.
Wenn wir Erfolg haben, finden sie es als Erste heraus. Trinity wird sie nicht mehr warten. So, die haben wir ausgeschaltet. Ja, Trinity wird also ihre Leute opfern. Tauchen. Ach so. Oh ja, klar, im Eiswasser schön lange tauchen. Aber sieht schön hier unten aus. Ach, er ist untergegangen. Was haben wir hier? Pistole freigeschaltet. Ich wusste es! Ich wusste es! Schon wieder eine Pistole! Das ist die Neugier. Ich muss einfach gucken, was für eine Pistole wir jetzt freigeschaltet haben. Bei diesem Eiswasser, ey. Wenn Feinde in der Nähe sind. Okay. Bitte nichts, ich hab grad den Weg gesucht. Konstantin unten in Syrien. Ja, war ein ganz schönes Chaos. Sehen wir zusammen mit den anderen ab? Noch nicht. Wir halten die Augen offen und drehen unsere Runden. Er hat das ganze Grab über uns einstürzen lassen. Die macht ihm ganz schön zu schaffen. Apropos Croft, sie ist immer noch da draußen. Wollen die sie immer noch lebend? Nicht mehr. Sie macht zu viel Ärger. Sie hätten sie töten sollen, als sie die Chance hatten. Sie war recht nützlich. Hat uns hierher geführt, oder? Glaubst du, ich wollte sie rekrutieren? Es steht uns nicht zu, zu spekulieren. Hey, hilf mir hier mal. Kontakt, erschießen wir sie. Klar, einen Moment. Ich dachte, jetzt kommt gerade einer von hinten an. Was ist los? Der verdammte Truck ist hin. Lass es gut sein. Wir nehmen sowieso nichts von dem Mist mit, wenn wir abziehen. Hm, da hast du wohl recht. Okay. Wo kann sie? Wir werden angegriffen! Okay. Tot? Das hat wohl keiner gehört, oder was? Okay, cool. Lautloses Töten, wunderbar. Puh, schön still gemacht. Nochmal euer Zeug. Ah, ich dachte, hier wäre irgendwas zu finden.
Na, du sollst ihn hier suchen. Mit den. Ah, ist hier irgendwas? Sein könnte, dass hier irgendwas ist. Ich guck noch mal ganz kurz so. Aha. Hier war noch gerade irgendwas. Hier vielleicht was und schwupps geht's auf den Boden. Wahrscheinlich dieses super Metallzeug. Und hier war irgendwo eine Kiste noch. Da ist er. Bin ich hier irgendwie durch? Ah, sehr schön. Bestimmt noch freigeschaltet, Achtung. Vollautomatik geflint. Okay. Teil 3 von 4. Ja, dann haben wir sozusagen hier alles abgesucht. So, grob und ganz. Und dann gehen wir natürlich weiter. Wie lange nehme ich schon auf? Ja, fast nicht. Ja, okay, gut. So, bevor wir hier weiter rennen, guckt Papa nochmal schnell. Okay, gut. Ja, bevor wir jetzt hier weiter rennen, verabschiede ich mich von euch, ja. Wir sehen uns so. So sieht es schön aus. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ja? Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und erstmal alles Gute und ciao, ciao euch.